Und für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, werte Kollegen, wenn man Ihnen, Frau Kollegin Zimmermann, so zuhört in dieser Debatte und in anderen Debatten auch, dann finde ich, kann man feststellen, dass Mark Twain doch recht hatte mit folgender Feststellung. Das Problem mit der Linken ist, dass die meisten aus Hass gegen die reichen Kommunisten geworden sind und nicht aus Liebe zu den Armen. Denn nur so ist es zu erklären, warum sie eine so lieblose Idee haben, Arbeitslose in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen parken zu wollen. 200.000 Menschen sollen nach ihren Vorstellungen Bauklötzchen stapeln oder Supermarkt spielen. Kein Wort in ihrem Antrag, wie sie die Wirtschaft stärken wollen. Kein Wort in ihrem Antrag, wie sie Arbeitsplätze schaffen wollen. Aber es wundert mich ehrlich gesagt nicht wirklich. Die Linke hat es noch nie verstanden, in diesem Land Arbeitsplätze zu schaffen. Deshalb konzentrieren sie sich ja auch darauf, Arbeitslosigkeit für Sie erträglicher zu machen, damit Sie Ihr Gewissen erleichtern können. Das ist alles, was Sie tun. Sie wollen Geld auf das Problem schmeißen, aber ehrlich gesagt hilft das nicht. Und da bin ich nicht der Einzige, der das so sieht. Schauen wir uns ein paar Studien an. Das IFO-Institut 2009 hat Folgendes festgestellt. Ich zitiere. Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass negative Effekte aus öffentlich geförderter Beschäftigung insbesondere in Ostdeutschland zu verzeichnen sind. Und auch die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung hat 2012 festgehalten, die bisherigen Evaluationsergebnisse geben Anlass zur Skepsis, ob öffentlich geförderte Beschäftigung in großem Umfang zum Marktersatz dienen kann. Und für die letzten Zweifler hier in diesem Plenum habe ich auch noch eine Studie vom IAB aus dem Jahr 2012. Die haben festgestellt, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen haben nachweislich keine Beschäftigungswirkung, sind also wirkungslos. Ich halte fest, Sie, die Linken, wollen Menschen in Arbeitslosigkeit parken, anstatt ihnen Chancen zu bieten. Und wir haben, Frau Kollegin Pothner, ebenfalls als Union letztes Jahr, 2015, Vorschläge gemacht, wie wir mit diesem Thema umgehen wollen. Und wir sind felsenfest davon überzeugt, dass wir noch mal an den Instrumentenkasten rangehen müssen. Ich möchte ein paar Beispiele bringen. Die freie Förderung zum Beispiel ist immer noch zu starr. Gute Ideen vor Ort in den Jobcentern werden durch Paragraphenreitern aus dem Sattel gehoben. Echte Begleitung fehlt zum Beispiel. Nicht jeder Langzeitarbeitslose, der 2, 3, 4 persönliche schwerwiegende Probleme hat, schafft den Weg allein zurück in den Arbeitsmarkt. Er braucht Hilfe, er braucht Begleitung, Assistenz und Beratung. Und einen dritten Aspekt möchte ich ansprechen. Wenn man sich mal anschaut, dass die Hälfte der Langzeitarbeitslosen keine Berufsausbildung haben, dann treten wir dafür ein, dass Langzeitarbeitslose eine Ausbildung machen können. Denn die Alternative dazu wäre doch, dass sie einen perspektivlosen Hilfsjob annehmen möchten. Das ist nicht mein Anspruch, das ist nicht der Anspruch der Unionsfraktion, Perspektivlosigkeit zu verwalten, sondern wir wollen Perspektiven schaffen. Und die schwersten Fälle geben wir ebenfalls nicht so schnell auf wie Sie. Wir haben vorgeschlagen, die Integrationsbetriebe für Langzeitarbeitslose zu öffnen, einen geschützten Raum anzubieten, wo sie echte Arbeit haben am ersten Arbeitsmarkt, anstatt geparkt zu werden, wie bei Ihnen im Antrag vorgeschlagen. Ich finde aber, ein anderes Thema müssen wir noch mal grundsätzlicher ansprechen. Und die Frage, die sich mir stellt, ist folgende. Ist es wirklich sinnvoll, dass die Hälfte der Jobcenter-Mitarbeiter ihre Zeit damit verbringt, exakt auszurechnen, wer wie viel Geld bekommt? Wäre es nicht viel besser, sie würden Arbeitslose tatsächlich in Jobs vermitteln? Und ich finde, diese Frage ist nicht trivial, gerade vor dem Hintergrund auch der vielen Flüchtlinge, die jetzt in dieses Land kommen und bald in den Jobcentern aufschlagen werden. Die Logik des SGB II war es doch, jedem arbeitslosen Bürger eine pauschale Leistung zu bezahlen. Aber die Bilanz nach 10 Jahren ist doch etwas ernüchternd. Wie ich an einem Beispiel kurz zeigen möchte, wenn man sich mal die Warmwasserzuschlagsberechnung anschaut, da wird geguckt, ob ein Hartz-IV-Empfänger sein Warmwasser in seiner Wohnung mit einem Boiler erhitzt oder nicht. Und wenn er es tut, dann wird nachgeguckt, ob
mit diesem warmen Wasser sich nur ein Erwachsener oder noch ein Jugendlicher oder ein Kind sich duscht, weil es dann Zuschläge gibt. Oder vor kurzem hat das Jobcenter im Unstrut-Heinig-Kreis wegen einer nicht geleisteten Nachzahlung von 10 Cent darüber nachgedacht, das Bundessozialgericht anzurufen. Das muss man sich noch vorstellen. Wegen 10 Cent werden Gerichte beschäftigt, weil Einzelgerechtigkeit uns wichtiger erscheint, weil es im Gesetz drin steht und nicht, weil irgendwelche wild gewordenen Jobcenter-Mitarbeitern Arbeitslose drangsalieren wollen. Ich weiß, das ist ein Extrembeispiel, gar keine Frage. Aber es zeigt, dass wir oft um Kleinstbeträge mit Hartz-IV-Empfängern ringen. Und es macht deutlich, finde ich, dass wir noch einmal mehr Pauschalierung im Hartz-IV-System brauchen. Es macht auch deutlich, dass wir aufhören müssen, uns um Kleinigkeiten bei Hartz IV zu kümmern. Und dazu gehören eben solche Placebo-Programme, wie Sie sie in Ihrem Antrag vorschlagen. Wir müssen die Jobcenter in Deutschland endlich in die Lage versetzen, sich um die Menschen zu kümmern, anstatt um sich selbst. Denn es ist nicht so entscheidend, wie viel Geld wir in einen Menschen investieren, sondern wie viel Zeit wir uns für ihn nehmen. Dankeschön. Der Kollege Dr. Matthias Bartke hat